Herzlich willkommen zur 179. Folge Simultans. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr seht hier unten gerade, der Mercedes-LKW ist gerade durchgelaufen. Oder er läuft gerade durch. So, aber wir haben immer noch das Problem, dass hier... Und so. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir immer noch das Problem haben hier. So, da liegt das Zeug. Schrott, Kohle, Schrott. Das ist Blinder. Und das ist Red Rabbit. Der holt gerade wieder ab. Wenn die nicht hier bis nach hier oben in die Kurve stehen würden, ne? Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich überlege gerade, wie man das noch anders regeln könnte. Ich meine, da fahren ja welche rein, da fahren welche raus. Ich brauche aber mal ganz kurz eine Stadt. Ja, Mercedes LKW. Da kriegen wir nichts anderes hin. Es muss doch irgendwie möglich sein. Dass wir da noch mal ein bisschen Luft reinbekommen. Fernheizkraftwerk Oberzockt. Okay, vielleicht kriegen wir doch keine Luft rein. Kfz-Fabrik Belinda. Stahlwerk Berlin.
Den könnten wir noch deutlich erhöhen. So, Problem ist aber, der Stahl kommt von hier. Fertig lang, fertig lang, fertig lang, fertig lang. Und kommt aber da reingefahren. Aber gut, hier steht ja auch schon Stahl. Und da stehen hier fast gar keine Kohlezüge, weil wenn die Kohlezüge jetzt auch noch dazu kommen. Dann wird es jetzt hier richtig übel. Ja, 3000 Paletten nehmen. Das sind drei Fahrzeuge drauf. Überdachte Mehl. Und das Ding ist auch voll. Weil die Mühle aber immer noch anfordert, ne? Wie sieht das jetzt hier aus? Da ist das Eierproblem. Sieben. Fünf. Das heißt, wir könnten da noch was drauf werfen. Hallo. Warte mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Fahrt zur Freistrecke. Jetzt haben wir es komplett geschrottet hier.
Ja, die stecken halt alle noch fest. Ich fahre das mal weg. So, dann haben wir die schon mal jetzt weg. Die da sind auch weg. Hier unten. Boah, da unten staut sich das auch schon. Ja, ihr müsst mal rausfahren. Weil der Betriebsgewinn geht dadurch ganz schön. Also wirklich ganz schön nach unten. In der Kfz-Fabrik. Nicht raus. Aber zumindest haben wir jetzt hier mal wieder ein bisschen Bewegung drin. Du. Du. Du da raus. Du. Haust das ab. Du brauchst das auch ab. So, wir haben jetzt eine Shitgut-Überfüllung hier. Von hier unten ist jetzt alles raus. Von da oben wird es jetzt leicht weniger.
So, du haust das auch ab. So, und schon haben wir da mal wieder 10 Millionen gemacht. So, dann. Das ist halt das Problem. Wenn die Leute hier drin stehen müssen, dann ist das Problem. Und dann ist ein großes Problem. Da kommt Mail. Hoppala, mal wieder. Wow, es ist mal wieder einer mehr rausgekommen. Aber es ist halt trotzdem noch so massiv hier drin, ne? Wir haben jetzt hier den hier. Das ist auch schon der größte, den wir haben. Da geht nicht mehr. Vierhundert Paletten Wolle. So, du gehst raus, du kannst da reinfahren. Haben wir das. Schauen wir mal. Es fährt halt einfach zu viel auf diesem einen Gleis hier lang. Weil da kommt alles von da oben. Deswegen müssen die hier frei sein. Und das tun sie nicht. Ja, dann schauen wir doch mal. Wie kann man das besser regeln? Wenn man da jetzt na, geht aber auch nicht.
Ich hätte es überlegt, hier noch einen zweiten Bahnhof hinzusetzen, von oben, von unten und dann hier in der Mitte zentral rauszufahren. Aber dann müsste ich alle wieder verbinden. Das ist halt auch blöd. Auf jeden Fall muss da eine Idee her. Es würde ja schon mal helfen, bessere Züge. Und schon läuft die Hütte. Haben wir aber nicht. Weil dann halt deutlich weniger Züge fahren müssten. In der Theorie. Aber ich kriege die halt nicht da raus. Na gut, aber dann würde ich erstmal sagen, ich überlege gleich nochmal was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.